Servus, der Michael hier. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir möchten unsere Kombiheizung im Wohnwagen ein kleines bisschen aufpimpen, um eine ganz kleine, winzige Sache, die aber, denke ich mal, gar nicht so verkehrt ist und eigentlich auch ganz praktisch. Und was das genau ist, seht ihr nach dem Intro. Ja, willkommen zurück. Wir möchten bei unserer Kombiheizung gerne ein kleines, aber feines Detail nachrüsten, was es so nicht ab Werk zu bestellen gibt, beziehungsweise auch nicht so angeboten wird. Und zwar ist es das Heizelement für das Frost Control. Das Frost Control erkläre ich euch dann im späteren Verlauf, wenn wir direkt am Wohnwagen sind. Wir haben das Frost Control bei Pieper Shop bestellt. Da haben wir ja auch schon unsere Klimaanlage gekauft. Wer das Video noch nicht gesehen hat zum Einbau, den verlinke ich das hier oben nochmal im Eck. Bei Pieper Shop, da wurden wir relativ gut beraten. Also da muss ich sagen, die Leute haben es drauf. Das ist nicht nur der größte Truma-Depot in Nordrhein-Westfalen. Nein, die haben auch Markisen, die haben Vorzelte, die haben einen großen Anglershop, das ist auch ganz interessant. Und die haben natürlich auch noch einen großen Grillshop. Also da könnt ihr jede Menge verschiedene Arten von Grill, sei es jetzt für den Campinggebrauch oder für den Freizeitgebrauch, bekommen. Also schaut da gerne mal vorbei. Und vielen Dank für die Unterstützung an das Pieper Depot in Gladbeck. Vielen Dank. Da, wie gesagt, haben wir das Heizelement für das Frost Control bestellt. Ich hole das mal eben kurz ran. Das wird in dieser Verpackung geliefert. Das ist ein Kabel mit dem Heizelement und einer kleinen Verbindungsschelle, sage ich mal, dazu. Und da würde ich sagen, da gehen wir einfach mal zum Wohnwagen und wir bauen das mal zusammen ein. Also, bis gleich. Jetzt sind wir im Wohnwagen angelandet und möchten ja das Heizelement einbauen. Und dazu würde ich euch gerne noch ein paar Infos zu dem Frost Control geben. Das Frost Control ist ja dazu da, dass es bei 3 Grad Temperatur den Wasserkreislauf öffnet. Dazu würde ich euch einfach mal rannehmen und kurz mal hinter die Kamera schwenken. Ja, bei uns ist das jetzt so verbaut, dass wir hier die Kombi 4E haben und hier hinten, wie ihr seht, ist das Frost Control. Ja, wie funktioniert das Frost Control? Ist relativ einfach gesagt, jetzt so in der Stellung, wie es jetzt ist, quasi mit sichtbarem Knopf und der senkrechten Stellung ist das Frost Control offen. Offen bedeutet, bei 3 Grad Messtemperatur öffnet das Frost Control automatisch und lässt Wasser aus der Kombiheizung raus, sowie aus den Leitungen, die jetzt hier noch mit verlegt sind. Wenn wir eine Temperatur am Frost Control von 7 Grad und mehr haben, kann man das Frost Control händisch schließen, indem man den Knopf parallel zur Wasserleitung legt. Quasi, ihr seht hier, so sieht es aus und so haben wir die Wasserleitung. Ja, wenn das parallel ist, ist es zu, aber ihr müsst den Knopf noch reindrücken. Ja, der rastet dann ein, ist nicht mehr sichtbar und somit ist das Frost Control geschlossen. Sollte die Temperatur dann wieder unter 3 Grad sinken, öffnet das Frost Control automatisch. Ich mache es jetzt mal händisch, das springt rum. Und der Knopf kommt raus und das Wasser fließt wieder ab. Ja, um das jetzt am Urlaubsort nicht ewig zu warten, bis wir Wasser einlassen können und den Boiler bedienen können, möchten wir jetzt hier dementsprechend die Heizung da hinzufügen, um dem Frost Control zu sagen, hier, pass auf, es sind über 7 Grad, du kannst sofort geschlossen bleiben.
Ja, als erstes werden wir von der Kombiheizung mal die Abdeckung lösen. Denn darunter befindet sich die Elektronik der ganzen Sache, wo wir dieses anbauen müssen. Dann nehmt ihr einfach diesen Deckel ab und dann seht ihr schon ein bisschen die Elektronik des Ganzen. Bei uns befindet sich das hier hinter diesem kleinen Kabelbündel. Da habt ihr so einen grauen Stecker. Das steht auch auf der Platine, wenn man da ganz genau hinschaut, FC für Frost Control. Und da werden wir das Frost Control Heizelement mit einstecken. Ihr habt hier so eine kleine Nase. Mal sehen, ob ihr das seht, wenn man das ein bisschen, diese kleine Nase hier oben. Die muss nach unten zeigen, quasi Richtung Boden, damit ihr das auch richtig einrasten könnt. Ich werde es mir einmal hier durch. Und dann setzen wir das hier mit ran. So, das rastet dann eigentlich auch richtig ein. Genau. Jetzt ist es richtig eingerastet. Und jetzt geht es daran, das Ganze unten am Frost Control auch mit ran zu machen. Dazu haben wir hier einen Fühler und hier das Heizelement. Und beim Frost Control eine Öffnung, wo das Heizelement rein muss. Und parallel dazu hier hinten ein kleines Löchlein, wo eben der Fühler mit rein muss. Das werden wir jetzt auch einmal anklemmen. Auch dieser hat wieder zwei Rastnasen. So. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen hin und her wackeln, denn jetzt habe ich es wieder zugemacht. So, jetzt haben wir es drin. Ja, und wie ihr schon seht, es wackelt hier ja noch ein bisschen hin und her. Und da kommt dieses Blech zu tragen. Dazu schrauben wir hier einfach mal die Schraube kurz raus. Uns das Blech und schrauben die Schraube quasi wieder rein. Somit wird das Ganze dann gehalten und kann ich wieder rausrutschen. Einfach wieder fest. Super. Und somit ist die Sache schon eingebaut. Ja, jetzt geht es dazu, das Kabel noch ein bisschen ordentlich einzuwickeln bzw. zu verlegen. Und damit ist das Ganze schon erledigt. Ja, und zum Schluss machen wir auf die Kombiheizung dann wieder die Abdeckung drauf. Führen das Kabel hier noch ein bisschen in die Aussparung. Dann nehmen wir am besten die Aussparung hier an der Seite. So. Einmal. Zweimal und hinten das dritte. Und somit ist das Blechlein wieder drauf. Ja, soweit sind wir mit dem Einbau des Heizelements fertig. Und ab sofort können wir sozusagen den Boiler auch mit Wasser bei kalten Temperaturen, die sich jetzt hier im Wohnwagen noch befinden, einfüllen und betreiben. Ja, die Produktlinks setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Und da sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt.
Bitte vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr kein neues Video von uns verpasst. Und da sage ich danke und bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Daumen hoch zu drücken. Ciao!